vs. Suishumaru Kampf 3 um den Schattenorden mit einem Continue. Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zur Arena-Leiter-Pyramide Part Nummer 15, immer noch zusammen mit Famed Let's Play. Hallöchen Freunde, es ist mir natürlich eine Ehre wieder dabei zu sein. Und immer noch gegen den Herrn Suishumaru. Der ja bis jetzt die ersten beiden Arenen ziemlich gerackt hat. Ziemlich, ja. Das ist vielleicht noch untertrieben. Ja, so in etwa. 8 Runden und 9 Runden waren es, glaube ich. Ja. Ist stark. Krass. Ich komme immer nicht auf das Verzweifler-Gen, ist ja klar. Aber okay, gut. Er versucht jetzt an der Undichter-Arena, wie wir sehen. Und wir sehen interessante Pokémon. Wir sehen 2 Wechsel. Wir sehen einmal Pinsir, was ich sehr, sehr cool finde. Und wir sehen Pixie. Ja, und ich glaube, allein Pixie könnte ein Riesenproblem für diese Arena werden. Oh ja, denn das war halt auch immer das Problem von den davorigen Teilnehmern. Denn viele sind an der Unlicht-Arena gescheitert und ich habe auch nicht verstanden, warum die Leute sich so auf Kampf-Pokémon fixiert haben, aber einfach kein Feed-Pokémon mitgenommen haben. Wenn, also es ist wahrscheinlich einfach zu verlockend, so ein Despotar mit einer vielfach effektiven Attacke zu treffen, aber so ein Pixie tut seinen Job da eigentlich auch ganz gut, aber das werden wir gleich alles mal sehen. Ganz genau. Deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt und dann geht es auch los. Und natürlich Genesekt und Kribbeltak sind wieder dabei, sind halt 2 Pokémon, die in einem Kampf natürlich nicht verkehrt sind. Ich bin gespannt, ob das Pixie sich überhaupt vom Feld entfernt. Ja. KK Rool ist ja erstmal am Start. Sehr, sehr cooler Name übrigens. Dankeschön. Das macht einfach die Hälfte. Und da kommt die Citrobeere. Oh, ah ja, okay, gut. Die Citrobeere ist natürlich da ein bisschen mies, weil so wird's kein Two-Hit mehr. Oh, nee. Oh Mann, Sui, warum? Kosmikkraft. Pixie. Das ist so geil, wenn man einem Pixie gegenübersteht und man sieht, Pixie setzt Kosmikkraft ein, dann bricht für einen erstmal so eine Welt zusammen. Ja, wirklich, weil du denkst dir, du überlegst schon, wohin du, in welche Ecke du dein DS als nächstes schmeißt. Ja, in der Sekunde, wo man das liest, hofft man schon direkt auf den Crit. Genau. Das war ja auch das, worauf ich gehofft habe, auf einen Crit. Ja, weil ganz ehrlich, was bringt sie jetzt rauszuwechseln? Für was willst du Rabigator sonst großartig benutzen? Und wenn er doch jetzt auf einen Moonblast geht, dann will das keines seiner Pokémon fressen. Ganz genau, und deswegen sehen wir hier halt auch wieder ein Erdbeben, und wenn es ein Crit gewesen wäre, hätte es gereicht, aber nö. Ja, wenn. Genau, hier kommt wieder ein Erdbeben und da kam der Crit. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, von der Range könnte ein Crit reichen. Ja. Wow, das war souverän. Mehr Glück als Verstand, würde ich sagen. Ja. Aber was willst du machen? So kann es natürlich Hammer Time. Mit dem Krebutter kann ich, glaube ich, auch schon mal das Vergnügen. Ja, und da ist natürlich Rabigator nicht so der Gegner für, ne? Ich hätte auswechseln können, aber es ist halt auch... Du hattest voll HP, ne? Alter. Es ist halt aber auch echt verlockend mit einem Hochmut, Rabigator. Nach einem drin Boost. Drin zu bleiben. Drin zu bleiben, genau. Das Ding ist ja auch nicht langsam. Nee. Welches Item hatte der Rabigator? Wahlband mit... Wahlband mit Wurmwesen. Okay. Und da kommt dann nicht dahin, da du ja weißt, dass das Genesekt physisch ist. Jein. Nein. Jein. Oder ist es Mixed? Ja. Okay, ist es Mixed. Okay. Mixed Genesekt habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen, muss ich sagen. Und da kommt der Crit. Aber der Leitteiler... Ja, das kommt ja natürlich jetzt sehr zugute. Genau. Denn dadurch kriegt Genesekt mehr Schaden. Das auch, wow, gar nicht mal so wenig. Ja, aber hat man jetzt auch mal gesehen, das waren 67 KP auf Kruppuck, dass Genesekt halt echt ultra wenig KP hat. Ja. Also ultra jetzt nicht, aber... Ja, also wenn Kruppuck so viel Schaden mit Leitteiler macht, das Gesicht war übrigens gerade sehr schön. Das Face von Kruppuck. Aber somit kann ich wenigstens Genesekt schon mal auch einiges an Damage reindrücken. Ja. Okay, ich nehme mal an, weil du jetzt Despotar hier reinschickst, hast du wahrscheinlich keinen Tiefschlag auf deinen Zoroark? Das weiß ich gerade gar nicht. Achso, nee, hab ich nicht. Ja, das ist natürlich schade. Genau, und hier kommt der Käferbrummel. Ich hab so gehofft, komm schon, Despotar, und Dankeschön. Aber hier für die Dance, weil ich halt eigentlich mit einem Switch gerechnet habe. Ja, nicht schlecht. Weil,
Ja. Aber gut, andererseits, warum da rauswechseln, ne? Ja, das stimmt natürlich auch, aber... Pinsir kann das Torwart genauso gut handeln. Ja, das stimmt. Und ich habe mir halt so instinktiv habe ich mir halt einfach gehofft, okay, vielleicht benutzt der Genesect noch als Staffordder oder so, wenn es schon verbrannt ist, keine Ahnung. Mhm. Bin für Nidance gegangen, aber nö. Schade. Jetzt steht es 2-1, hier ist jetzt sein Krebutak und hier töte ich mich, würde ich schon fast sagen, meiner selber, denn ich trage den Fokus-Sash, aber ja, Sandsturm ist real. Ja, stimmt auch. Das ist natürlich ein bisschen blöd, die Kombination, wenn du Despotar zuerst reinschickst. Ja, aber ich finde es interessant, da ich das immer so viele Leute sagen, Zorak ist so fragil, wir überleben übrigens. hat uns die Wasserdüse nicht mal auf unseren Fokus-Sash runtergebracht. Da war ich schon so ein bisschen stolz auf Zora. Ja, Mensch, das war ja... Wow. Aber somit kann sich Sui natürlich auch den dritten Orden holen. Natürlich, selbstverständlich. Man muss sagen, also ich glaube ganz ehrlich, Pixie hätte das ohne den Crit auch alleine gehandelt. Ja, das ist halt aber auch wirklich sehr riskant. Ich wäre auch, glaube ich, an Sui Stelle sogar schon, nachdem, ich glaube, 3 Kosmikkraft hat er draußen, wäre ich sogar schon für den Angriff gegangen. Ja, dann wäre vielleicht noch Despotar reingekommen, aber... Aber in diesem Kampf waren so verlockende Momente, gerade auch für ihn, sich wahrscheinlich auch... Er wollte die Boosts haben, du wolltest mit dem Hochmut den Boost nicht rauswechseln, kann ich schon verstehen. Deswegen haben wir dort ein bisschen gierig gespielt, aber... Ja, aber mein Gott, der Sui, der hat hier 2 Pokémon verloren, das ist ja... Mensch, der kommt ja langsam ins Straucheln. Ist ja langsam mal ein Applaus wert. Aber nun gut, okay. Freunde, damit konnte sich Sui auch den dritten Orden verdienen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder beim vierten Orden. Zusammen mit dem Family Let's Play. Bis gleich. Bis gleich. Versus Sui Shumaru. Kampf 4 um den Kesselorden mit einem Continue. Guck mal, Flunschlick. da sind wir wieder. Flunschlick, Alter. Oh, ist das cool. Und so bringt wieder 2 neue Pokémon an Start. Und zwar Dragoran und Flunschlick. Flunschlick gegen die Feuerarena. Ganz genau. Also, ich schätze mal, ich spoilere nicht zu viel, wenn man Flunschlick schon als Lead sieht, hat es höchstwahrscheinlich die Zephyrox draußen. Ja, gerade bei der Feuerarena sehr verlockend. Ich hatte jetzt die ganzen Leute, die jetzt in den vorigen Kämpfen auf die Barrikaden gegangen sind, weil er Genesect mitgenommen hat. Jetzt kommt einfach der Derpfisch schlechthin. Genau. Das ist cool. Das ist echt cool. Dragoran natürlich auch neu, ja. Mhm. Und ich würde sagen, ich finde es echt interessant und teilweise riskant, dass, ich meine, klar, ein Scarf, Sui hat ja auch letztens in seinem Video erwähnt, er fühlt sich so nackt, ohne einen Scarf aus dem Haus zu gehen. Das kann ich aber echt verstehen. Ich habe mir in der 6. Gen angewohnt, jetzt immer einen Rapid Spinner dabei zu haben, immer irgendwas, was Switch Advantage beschaffen kann, also Cap'n oder Voltwechsel, und meistens dann auch noch am besten einen Scarfer oder halt auf jeden Fall Priorität. Denn, Genesect in der Fire Arena wäre jetzt nicht unbedingt ein Muss gewesen, aber wie gesagt, der Scarf ist halt schon, den kann man schon gut benutzen. Es ist halt einfach so. Kann man mal machen. Und darum würde ich sagen, starten wir auch direkt in den Kampf. Man muss ja auch sagen, ich finde deine Feuerarena eigentlich sehr, sehr cool, weil du dir relativ stylische Pokémon dafür ausgesucht hast. Aber auch wirklich recht gute Pokémon. Also ich habe halt... Das, ja, das stimmt. Da kommt das Dönerbrot. Also ich habe halt ein Wetter-Pokémon dabei. Ich habe ein Spinner-Tarnstein-Pokémon. Ich habe einen physischen Sweeper. Und ein Pokémon, was extrem gut von der Sonne profitiert. Ja, und du hast wahrscheinlich auch gerade den physischen Feuersweeper schlechthin. Ja, und da ist er auch schon. Genau. Weil ich kann mir vorstellen, was dein... Ich kann mir vorstellen, was dein Gedanke war. Flunschlick als Lee, komm ich um die Stealth-Fox, schnell Fiaro reinholen. Mhm, ganz genau. Ja, mit dem Schwertanz und der Sonne. Oh Gott, auf dem Fall hat nicht... Aber warum gehst du hier auf den Schwertanz? Weil ich mir sicher war, dass ich einen Angriff überlebe. Also wäre es jetzt Donner gewesen, Donner hätte eine Genauigkeit von 50%, glaube ich. Weißt du, was eigentlich ein richtig gutes Item in so einer Challenge wäre? Allgemein für Sweeper einen Schwächenschutz. Das stimmt, ja. Weil der wäre jetzt zum Beispiel echt cool gewesen auf Fiaro. Deswegen, also ich glaube, ich wäre an deiner Stelle gar nicht auf die Schwertanz gegangen, weil der Flammenblitz hätte sowieso gereicht. Ja. Dann hättest du vielleicht noch einen Pokémon mitnehmen können. Ich habe mir entweder gedacht, das wäre jetzt zu obvious, dass ich jetzt ihn angreife und der switcht eventuell auf sein Dragoan oder, warum sollte er unbedingt seine Multischuppe kaputt machen oder halt auf sein Krebutak.
Ja, und selbst wenn Drago reinkommen wäre, ich weiß nicht. Ja, wobei, der hätte Turbo-Tempo drauf haben können, stimmt schon. Ja, und ich bin gerade wieder von deinen Spitznamen überwältigt. Dankeschön. Top. So, Finster-Aura. Ja, leider kein Flinch. Ja, oh Gott, leider kein Dragoran Flinch, aber immerhin die Multischuppe kaputt gemacht. Ja, aber und es ist halt Dragoran, ne? Genau, es ist halt ein Dragoran. Bedenken, das war ein Step-Finster-Aura mit Solarkraft-Boost. Oh ja, und da kommt halt der Erdbeben bei Dragoran, ein Drachentanz. Ja, erst wollte ich sagen, vielleicht Kurtel könnte da vielleicht noch was machen, ja. Aber jetzt wird's gefährlich. Ich habe mir aber auch gedacht, okay, aber warum sollte ich jetzt unbedingt Kurtel sterben lassen? Ein Two-Hit hätte, glaube ich, sogar gereicht, ich weiß es nicht. Hier wollte ich auf jeden Fall erstmal wieder die Sonne rausbringen. Mhm. Und hier habe ich jetzt einfach gehofft, eventuell ein Erdbeben zu überleben. Aber ein Erdbeben mit Vulnona. Mein Vulnona ist tatsächlich ein bisschen defensiv. Ich habe auch so ein defensives Vulnona, aber die überleben trotzdem keine plus 1 Erdbeben von Dragora. Nee, leider nicht. Also ich habe drauf Irrlicht, Erholung und ja, so ein Zeugs halt. Ich bin ja auch Fan von Walschall-Vulnona. Das hätte dir jetzt vielleicht sogar noch geholfen. Da kommen die 3 KP. Ja, das habe ich auch gerade gemeint, Freunde. Also unterschätzt Kurtel nicht. Das Ding ist super in der physischen Death. Aber auch mit Kurtel kann ich dort nicht mehr viel machen. Ich hätte zwar für einen Flammsturm gehen können, Turbodreher, Tarnsteine oder Gena. Du hättest erst in Kurtel gehen können, den Gena rausholen, dann hättest du mal in Vulnona gehen können. Aber ja, gut, andererseits hätte dann, glaube ich, noch... Was hat er noch gehabt? Genesect und der Kributak hätte das dann spätestens beendet. Also das war wieder ziemlich souverän von ihm und Flinch. Ja, auf jeden Fall. Bisher und Flinch liegt. Ich hoffe, wir sehen das Dönerbrot nicht zum letzten Mal in der Pyramide. Ja, das hoffe ich auch. Und ja. Gut, das waren wieder die 2 nächsten Kämpfe von Zoe. Er hat sich somit seinen 2. Continue reglich verdient. Auf jeden Fall, bisher rusht er da ja ziemlich durch. Mhm, also, wie gesagt, Leute, bei so einer Challenge, Vorbereitung ist einfach alles. Das dachte ich mir auch gerade. Man sieht, was dabei rauskommt, wenn man sich ordentlich vorbereitet. Weil es ist halt immer noch, wie Zoe selber auch mal gesagt hat, ein Mono-Team von 4 Pokémon, worauf man sich eigentlich echt gut vorbereiten kann. Mhm. Das ist natürlich immer ein Vorteil, also für die Challenge-Entwickler, die halt ihre Challenge dort bauen, sich halt um ihre eigene Coverage-Technik und so weiter zu kümmern. Aber es sind halt immer noch 4 Feuer-Pokémon. Das muss man sich halt so im Kopf behalten. Deswegen, Leute, wenn ihr wirklich an so einer Challenge teilnehmt, dann Vorbereitung ist einfach alles. Und dann habt ihr wirklich schon gute Chancen, euch erstmal die Continues mitzunehmen und dann eventuell am Ende nochmal gegen die schweren Arenen anzutreten und dann halt notfalls nochmal den einen oder anderen Continue zu benutzen und dann die Challenge zu gewinnen. Habe ich Ihnen gesagt, oder? Hat er wunderbar erzählt. Okay, das war der 15. Part von der Arena-Leiter-Pyramide. Wenn es euch gefallen hätte, lasst du rein, Daumen nach oben, ja. Schaut bei Family Let's Play vorbei. Und beim nächsten Mal geht's wieder weiter mit dem Zoe und Family Let's Play als Kommentator. Yay! Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.